Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Eternal Legends. Im letzten Part haben wir die verbotene Höhle betreten und haben letztlich auch Treya befreit. Erinnert euch, das ist der böse Dämon, den wir im Intro kennengelernt haben. Wo willst du hin? Und jetzt wollen wir mit Gustav gemeinsam ein Floß bauen, denn in Renonsdorf sind die ganzen Leute gestorben. Denn Treya hat sie umgebracht, das ganze Dorf wurde verwüstet. Und wir wollen jetzt irgendwie nach Meru, glaube ich, um letztlich nach Felucia zu gelangen. Und ja, jetzt kommt hier die Aufgabe von Gustav. Ich brauche 5 Bretter für das Floß, bitte schau dich hier in der Umgebung um. Du hast etwas mehr als 40 Sekunden Zeit, um 5 Holzstücke zu finden. Um die Holzstücke aufzusammeln, musst du die Enter-Taste drücken. Warte mal, die sind 3? Und wo sind die anderen? Ich sehe hier nur 3. Ach so. Holz erhalten. Holz erhalten. 2-mal haben wir es jetzt. 2-mal. Reicht aber nicht. Ich brauche noch 3-mal. Hier. 1. Kommen noch 2. Aber das schaffe ich, glaube ich, in der Zeit nicht, oder? Komm, einen noch. Doch, hier unten, hier unten, hier unten. Okay, damit hätten wir jetzt alles gefunden hier an Holz, oder? Er wollte ja 5-mal Holz haben und 5-mal Holz haben wir jetzt gesammelt. Yay. Sehr gut. Hallo? Was ist jetzt? Achso, okay. Das ist ja interessant, wie er das so baut. Aber naja, besser so, als wenn wir irgendwie alles alleine machen müssten. Jetzt müssen wir noch die Seile befestigen. Geh an die Ränder des Floßes und drücke Enter, um zu befestigen. Okay, aber warum muss ich das alles machen? Weil ich alles zusammenbauen muss. Okay. Dann nicht. Wieso geht denn das hier nicht? Doch jetzt. Jetzt haben wir hier alles. Und? Ist das jetzt okay? Okay, das sollte nur alles stramm genug sein. Was wir noch brauchen, wäre ein Mast mit einem Segel. Du kümmerst dich um den Mast und ich mich um das Segel. Schau dich um, ob du irgendeinen Stamm findest. Ein Stamm? Wie jetzt? Muss ich ihn jetzt erst nochmal anquatschen, oder? Nee. Ich darf mich hier also jetzt umsehen. Irgendwie passt die Musik überhaupt nicht, wenn ich mir so vorstelle, was gerade erst kurz vorher passiert ist. Ja, wo soll denn hier so ein Stamm sein? Ich weiß ja nicht, was er jetzt hier sucht, was er jetzt hier genau braucht. Boah, ich erinnere mich auch echt nicht mehr daran. Das ist wieder zu lange her. Ja, fast 10 Jahre sollten nicht verstreichen, bevor man ein Spiel erneut anfasst. Besonders, wenn man es gut fand, nicht? Ach ja. Vor allem, was ist auch mit Rena passiert, ne? Wir haben ja gesehen, dass Rena quasi auch mehr oder minder dann weg war. Sie meinte ja, sie fühle sich, als ob sie schweben würde. Und irgendwie war das ja schon so ein bisschen merkwürdig. Aber naja, wir haben uns dabei jetzt nicht viel gedacht und wo zur Hölle? Was denn für ein Stamm? Ich weiß nicht, was er will hier. Ich soll einen Stamm finden, ich finde hier aber keinen. Hier sind wir, glaube ich, hergekommen, ne? Oder? Oder sind wir hierher gekommen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Oh. Müssen wir da hoch? What the fuck? Okay. Kommen wir hier für rechts weiter? Ich weiß nicht so recht, ob ich hier weitergehen sollte. Der Norden des Lichtes ist der Westen des Weges. Der Westen des Lichtes ist der Osten des Weges. Die Mitte des Lichtes ist der Westen des Weges. Der Süden ist der Westen. Der Westen ist der Westen. What? Stehe ich nicht. Okay, ist mir zu hoch.
lassen wir erstmal. Ich gehe jetzt hier auch nicht so weit in diese... Aua. What? Ich habe das doch gar nicht berührt. Willst du mich verarschen? Ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Hä? Muss ich doch da oben durchgehen? Das ist jetzt natürlich dezent uncool. Hier war, glaube ich, nichts. Hm. Dann muss ich hier wohl doch weitergehen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich es irgendwie nicht so richtig verstanden habe, aber okay. Was soll's? Ja, da wollte ich gar nicht weitergehen. Ja, ja, ja. Osten, Süden, Westen. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach irgendwo lang. Norden, Westen. Nee, das müsste dann auch alles Westen sein, glaube ich. Das ist alles Westen, glaube ich. Okay, nein, das war falsch. Und jetzt beim dritten hätte ich jetzt nach Osten gehen müssen. Also Westen, Westen, dann Osten. Westen, Westen, Osten. Okay, weiter. Machen wir nochmal. Irgendwie habe ich dieses Rätsel nicht so richtig verstanden, aber okay. Der Norden ist Westen. Also jetzt nach Westen. Der Westen des Lichtes ist der Osten des Weges. Mitte ist Westen. Süden ist Westen. Westen ist Westen. Och Mensch, Kinder, ich will jetzt hier doch einfach nur nach links laufen. So, links. Dann nochmal nach links. So, dann geht's jetzt hier nach rechts. Hallo, dankeschön. Ja, keine Ahnung, nochmal nach rechts. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Ist das falsch, richtig? Falsch, okay. Also links, links, rechts, links. Oh Mann. Ja, links, links, rechts, links, genau. Ja, musst mir das nicht jedes Mal neu erzählen, Spiel. Ich habe das jetzt mittlerweile gelesen, auch wenn ich es nicht so richtig verstanden habe. Aber hey, es macht ja nichts. So, links, links. Jetzt einmal nach rechts und dann wieder nach links. Müsste zumindest das sein, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Westen. Boah, komm ey, was soll denn der Scheiß? Mitte ist, glaube ich, auch nochmal Westen. Ew. Sehr schön. Holzstamm erhalten. Wundervoll. Ist hier oben jetzt noch irgendwas? Naja, aber es war offenbar richtig. Also wir mussten hier hin, um das zu holen. Diesen Holzstamm, den Gustav ja wollte. Okay, dann wollen wir jetzt mal mit diesem Holzstamm im Gepäck, wo auch immer er den jetzt gerade hat, wieder zurück zu Gustav gehen, damit er dann glücklich ist. Wo ist er denn? Gustav, guckst du hier? Oh, da haben wir ein Prachtmodell. Ich werde das Los gleich mal zusammensetzen. Fein, ich bin gespannt, was wir da so fabriziert haben. Yay. Das sieht echt cool aus gerade. Ja. Kannst du gut schwimmen? Ja, wieso? Dann schleunigst mir nach. Du hast eine bestimmte Anzahl an Sekunden, um an das Floß zu kommen. Wenn diese Zeit rum ist, befindet sich das Floß bereits in tieferem Gewässer. Versuche es also vor der Zeit einzuholen, damit ihr eure Reise fortführen könnt. Um zu schwimmen, musst du die Enter-Taste drücken. Ja, weiß ich denn, wie lang wir hier schwimmen müssen? Also wohin? Schwimme ich überhaupt in die richtige Richtung? Also als ganz doofe Frage, irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl. Ne, doch, ist richtig, okay. Ich bin da. Hallo? Hallo, ich bin am Floß vorbeigeschwommen. Wie lustig ist das denn? Hä? Wie das auch aussieht, so lustig.
Muss ich genau dann aufhören, oder was? Los, schneller, 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 schneller. So. Haben wir es geschafft? Ja. Ui, da Dausel, okay. Puh, wer hätte gedacht, dass das Boot früher los will? Ich liebe das Meer. Das mag sich vielleicht komisch anhören, aber als mein Vater und ich früher immer über die See gefahren sind, mochte ich es. Man fühlt sich so frei. Manchmal denke ich, das Meer ist das Einzige, was mich noch versteht. Ich dachte, du kommst mit Rena gut aus? Ja. Wir sollten alles unternehmen, um sie von dem Dämon zu befreien. Wir werden sehen, vielleicht finden wir in Meru Hilfe. Cerberus ist ansonsten ein ziemlich großer Kontinent. Irgendwo wird es sicherlich eine Antwort auf unsere Frage geben. Ich hoffe es. Mal gucken. Da wären wir also. Folge mir einfach, ich kenne den Weg. Na, da bin ich ja mal gespannt, du Großkotz. Materien geben dir die Kraft zu zaubern und dich so gegen deine Widersacher zu beweisen. Materien findet man in Truhen oder in Läden. Es kann aber auch sein, dass dir jemand eine Materie hinterlässt. Materien sind sehr rar. Schau in jeder Stadt, ob du welche findest. Okay. Ich möchte eigentlich... Ich wollte erstmal speichern, bitte. Und nicht direkt mit einem Kampf gegen eine Spinne hier starten. Oh, Gustav. Der hat keine MP? What the fuck? Okay. Aber vielleicht ist... Materia? Er hat keine, okay. Dann werde ich Gustav, glaube ich, mal die Eismaterie geben. Denn wir erinnern uns, wir hatten ja noch einmal, Eis. Stimmt. Er ist auch der Erste, der das überhaupt in Erwägung ziehen kann, nicht wahr? Erstmal regenerieren. Dann möchte ich bitte speichern, ganz dringend. Speichern, jawohl. Das speichern wir dann mal auf dem hier. So, Inventar, Item. Wo hatten wir es denn? Materie, Eis, genau. Lerne Eis, Gustav, genau. Dann hat er nämlich endlich eine Materie und kann uns auch dahingehend ein bisschen unterstützen. Sehr schön, so machen wir das nämlich. Was ist denn das jetzt hier für ein Gegner überhaupt? Ist das eine Biene, eine Wespe, eine Hornisse? Tripalus, kenne ich nicht. Aber okay. Materia, Eis. Und? Naja. Die scheinen dagegen nicht allzu anfällig zu sein. Ui, die machen immer ordentlich Schaden, die Viecher. Und die halten auch einiges aus, wie ich sehe. Na, wie finde ich denn das? Hallo? Kommt mal klar hier. Glaub's ja nicht. Alter Schwede, wie viel halten die Dinger denn aus? Okay, der erste ist tot wenigstens. So, und Gustav macht mal wieder Materia-Eis. Auch wenn das nicht allzu viel bringt. Aber vielleicht gibt es Gegner, die dagegen ein bisschen empfindlicher sind als diese hier. Aber wenigstens verbraucht er damit keine MP oder irgendwas. Ich meine, der hat auch keine MP. Schlacht ist gewonnen. 88 Erfahrungen und 78 Gil. Oh, es geht ja schon mal. Und Glubsch. Ganz normale Glubschuhe sind, das gibt es ja auch andere. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Glubsch, ganz normal. Okay. Versuchen wir es mal wieder mit Materia Eis und 28, naja. Aber die haben eh nicht so viel, genau. Und dann sind die relativ schnell tot. Und hier macht es schon ein bisschen mehr aus. Ich meine, Glubsch sind jetzt auch nicht unbedingt die härtesten Gegner, die wir jetzt bis jetzt so getroffen haben. Aber naja, besser als nichts. Dann können wir nochmal schnell regenerieren. Dankeschön. So. Ich muss nochmal kurz eine SMS lesen. Tut mir leid, Kinder. Ich weiß, es ist unhöflich und so, aber naja. Ich muss einmal ganz kurz aufhören. Es ist wichtig. Bis gleich, meine lieben Leute. Ich mache jetzt hier mal kurz speichern. Ups, falsche Taste gedrückt. Speichern. Machen wieder hier. Und dann sehen wir uns gleich hier. Bis gleich. So, meine lieben Leute, da bin ich wieder. Und jetzt sind wir hier immer noch am gucken, was wollten wir jetzt eigentlich? Wir wollten gucken, wo wir hier gelandet sind, ne? Oh, hier sind Gegner. Diese sind ziemlich stark.
und da wir jetzt auch gerade aktuell nur mit Gustav unterwegs sind und der ja auch nicht so prall ist, da... GF. Machen wir Kaktor. Materia, Eis. Das ist auch für beide, okay? 91 und 200. Super, One-Hit jeweils. Haben die doch nicht so viel entgegenzusetzen. Aber so mit einfachen Angriffen dauert das natürlich durchaus ein bisschen länger. Ja, hier Spinne, komm. So wie diese Gegner auf einen zulaufen. Das erinnert mich so ein bisschen an Lufia 2 Rise of the Sinistrals, wenn ich ehrlich bin. Und 12, naja. Wie sieht's hier mit der Materia aus? 37, naja, aber es hat immerhin jetzt hier dazu geführt, dass die Spinne gestorben ist und Phil hat jetzt ein Level-Up erreicht. Sehr schön. Sehr schön. Kann ich nicht anders sagen. Hier geht's jetzt weiter mit ihmchen hier. Wer bist du? Wieder Tripalus. Machen wir mal wieder den Kaktor. Eis. Plupp. Hätten wir gar nicht unbedingt gebraucht, aber... Kaktor. Oh, der lebt noch. Nanu. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt hat er da sich ausgekämpft. Ja. Ich gehe nochmal hier hoch und werde mir jetzt hier nochmal schnell... Ich habe irgendwann Flusspferd statt Flussfahrt gelesen. Regenerieren bitte. Dankeschön. Das war mir jetzt wichtig, dass ich noch einmal kurz meine MP wieder regeneriert kriege. Ja, die HP auch, aber MP habe ich nicht mehr so viele gehabt gerade mit Phil. Oha. Hier rennen ganz schön viele Spinnen umher. Na, mal schauen. Gustav werde ich wieder mit seiner Materia angreifen lassen. Vielleicht bringt das ja was. Spinne. Okay, Materia. 38 abgezogen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und dann noch 28 durch den Angriff von Phil. Das sah ganz gut aus. Und damit hat Gustav jetzt auch noch wieder ein Level-Up erreicht. Sehr schön. Das ist super. Es geht doch relativ zügig teilweise. Ah, da ist die nächste Spinne. Komm her. Hey. Lauf doch nicht weg. Nein, ich wollte die Spinne hier töten. Da bist du. Komm her. Du musst keine Angst vor mir haben. Ich möchte dich nur töten, ganz liebevoll. Ja, da machen wir wieder so und Materia. Ja, 30 auch schon mal nicht schlecht. 27, also scheint so um die 50 HP zu haben, die gute Spinne. Und noch eine Potion erhalten. Sehr schön. Sehr schön, muss ich sagen. Okay. Oh, das sieht ja auch schön aus. Oh, hier sind wieder diese Viecher hier. Die relativ stark sind, wie ich finde. Die sind, wie gesagt, relativ stark. Aber wir nehmen wieder Kaktor und er nimmt wieder seine Materia. 18 HP und jetzt wird Kaktor beschworen und damit... Komm schon. Ja. Ah, die 80 HP, das hat nicht gereicht. Und... Aber dafür 90 HP scheint er zu haben. So circa. Die machen auch ganz schön viel Schaden, also vergleichsweise zumindest. Das Wasser sieht irgendwie echt cool aus, muss ich sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an das Intro hier von dem Ganzen. Aber naja. Ich gucke hier erst nochmal, ob hier noch was ist. Okay, da ist noch wieder so ein Tripo-Dingens, eine Spinne. Ich möchte aber erst mit dem hier kämpfen oder gegen den. Weil der ein bisschen mehr Herausforderung bedeutet als eine Spinne. Besonders, weil es hier gleich wieder zwei Stück sind. Ich werde jetzt hier aber einfach nur mal so angreifen. Und er wird auch nur so angreifen. 19 HP und 25 pro Angriff. Das dauert dann ein bisschen länger. Aber naja. Die machen aber wie gesagt ordentlich Schaden, also nicht so geil. Dafür ist der jetzt tot und dann bups. Ja, ich möchte meine MP ein bisschen schonen, aber Gustav kann ja seine Materia gerne einsetzen, seine Eismateria. Mach mal wieder Materia, genau. Sehr schön, Schlacht ist gewonnen. 88 Erfahrungen, 78 Gil. Und die Spinne, na komm. In einem Kampf in den nächsten gestolpert, ist auch nicht schlecht. Öfter mal was Neues. Ja. Und Gustav mal wieder Eis und 33.
Du bist Geschichte mit 60 Hitpoints, die wir jetzt dir zugefügt haben und auch eine Potion erhalten. Sehr schön. Das klingt doch super. Da ist ein Weg. Ist es hier noch so? Hier ist auch noch ein Weg. Ist das das, wo wir eigentlich hergekommen wären, oder was? Sieht so aus. Ja, okay. Also hier, man kann quasi auch außen rumlaufen, wenn man möchte. Ja, drauf geschissen. Ich werde jetzt hier trotzdem wieder meinen Kaktor einsetzen. Puh, Mensch, ich sehe ja schon gar nicht mal mehr so gut aus mit meinen... meinen HP. Zumindest bei Phil sieht das ganz böse aus. Müssen wir mal schauen. 77 und 95. Ey, der zweite hat ordentlich mehr Schaden genommen. Und Phil hat ein Level up. Sehr schön. Ich gehe jetzt nochmal schnell zurück, um mich nochmal zu regenerieren. Es ist mir dann doch ein bisschen sicherer, weil ich habe keine Lust, jetzt schon wieder eine Potion zu verschwenden. Muss ja nicht sein, wenn der Speicherpunkt hier nur ein bisschen weiter oben ist. Wollen wir uns mal nicht so haben, nicht wahr? Also, kein Ding. Ja, komm schon. Genau hier. Speichern, erstmal regenerieren. Bums, genau. Und dann wird auch nochmal schnell gespeichert, warum auch nicht. Speichern, jawohl, ja. Schon ein bisschen gelevelt wieder. Wobei die Gegner hier nicht zu respawnen scheinen, also so wirklich megamäßig extrem leveln kann man hier gar nicht. Das scheint sich wirklich nur darauf zu beschränken, auf die Gegner, die wir hier so pro Szene haben, sag ich mal. Ja, wir können jetzt hier rüber gehen, wir können es auch lassen, aber ich gehe immer wieder rüber, weil das irgendwie total hübsch aussieht so. Mit dem Wasser, wie das hier so ein bisschen ist. Gefällt mir jedenfalls richtig gut. Mehr Gegner haben wir hier jetzt nicht, also gehen wir in den nächsten Abschnitt. Oh. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Und diese Gegner, wie gesagt, die sind sehr, sehr... Insofern war das jetzt eine ganz gute Entscheidung und noch eine Potion zum Schluss. Nicht schlecht, Herr Spech. Das lief ganz gut. Ich gehe erstmal hier hoch. Oh, das eine Spinne und rechts ist noch eine. Aber ich hab's nicht so. Ich hab nicht so das Problem mit Spinnen. Also ich finde Spinnen irgendwie cool. Und du machst wieder mal Materia. Dann dürfte die Spinne eigentlich auch wieder Geschichte sein, so wie immer. Jo, kein Problem. Ist leichte Beute für uns. Oh, hier ist eine Truhe. Was finden wir denn hier? High Potion. Sehr schön. Das ist immer gut. Na, komm her. Spinne. Schade, dass auch immer nur eine einzige Spinne ist. Es ist nicht so ist wie bei den Fledermäusen zum Beispiel, wo dann gleich mehrere dann auf einen da eindreschen. 37 und 29. Perfekt. 20 und noch eine Potion. Nicht schlecht. Also mit Potions wird hier gerade um sich geworfen. Das ist auch nicht schlecht. Warum auch nicht? So habe ich immerhin da ein bisschen mehr von dann auf Lager letztlich. Ich gehe erstmal hier rein. Hafenstadt Miru. Jawohl, betreten wir. Oh, die Musik hier ist ja episch. Oh, wer bist du denn da unten? Hä? What the fuck? Warum so eilig? Es ist nicht so, wie ihr denkt. Ehrlich, bitte lasst mich durch. Für einen Augenblick dachte ich, du wolltest dieses Schwert klauen. Welches Schwert? Nein, das ist sicher nicht meins. Du schon wieder? Das Schwert scheint es dir Anja angetan zu haben. Dein wievielter Versuch ist das schon? Ich verspreche es nie wieder zu tun. Bitte verzeiht mir. Hätten wir dich nicht aufgehalten, wärst du bestimmt weitergerannt. Ich glaube... Ach, ihr werter Herr, habt dieses Bike aufgehalten. Hab Dank. Was führt euch zu uns? Es geht um ein ziemlich großes Problem.
größer als alles Erdenkliche. So, ich denke, mein Vater wird der bessere Ansprechpartner für euch sein. Wo können wir ihn derzeit treffen? Probiert es im Pub. Ich denke, er hält gerade eine Besprechung um die derzeitige Situation. Okay, Gustav, gehen wir. Ich glaube fast, der schließt sich uns noch an. Ich bin mir jetzt aber gar nicht so 100% sicher. Speichern möchte ich natürlich auch. Wir sind jetzt hier also in Meru angekommen. Erstmal schauen hier, wo ich überhaupt was ist. Achtung, paranormale Phänomene gesichtet, betreten auf eigene Gefahr. Gezeichnet Behörde zur Bekämpfung böswilliger Geisteswesen, Luciano. BZBBGL. Okay. Aber ich würde mal sagen, ich mache hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.